In diesem Video will ich erklären, wie man am Eligo Neptune 4 und Neptune 4 Pro die E-Steps kalibriert. Aber zunächst die Frage, was sind E-Steps eigentlich genau und warum sollten diese kalibriert werden? Das E steht dabei für Extruder und es werden die Schritte bezeichnet, die der Extrudermotor machen muss, um eine bestimmte Menge an Filament zu extrudieren. Kalibrieren sollte man diese, da bei falsch hinterlegten Werten zu viel oder zu wenig Material extrudiert wird, was zu unsauberen Drucken führen kann. Um den korrekten Wert für die E-Steps zu finden, muss zunächst eine Messung durchgeführt werden. Hierfür markieren wir bei eingelegtem Filament vom Einzug des Druckkopfes aus 70 mm mit einem Stift als Referenzpunkt. Als nächstes heizen wir die Düse des Druckers auf 180 Grad vor, damit wir extrudieren können. Über das entsprechende Menü am Druckerdisplay können wir dann 50 mm an Filament extrudieren. Die extrudierten 50 mm beziehen sich dabei auf die eingezogene Länge. Zum Abschluss messen wir nun den Abstand zwischen dem Einzug des Druckkopfes und unserer Markierung. Beträgt diese genau 20 mm, so ist der Drucker richtig kalibriert und wir müssen nichts weiter tun. Ansonsten merken wir uns die Messung, welche in meinem Fall 24 mm beträgt, für den nächsten Schritt. Die Anpassung der Parameter findet nun über das Webinterface des Druckers statt. Hierzu muss zunächst sichergestellt werden, dass der Drucker eine Netzwerkverbindung hat. Über die Einstellungen des Druckers lässt sich dann wie gezeigt die IP-Adresse ermitteln. Nun können wir mit einem PC mit gleichem Netzwerk auf die Weboberfläche des Druckers zugreifen und dort die Konfiguration zu finden. Dafür einfach die IP, die wir schon gefunden haben, oben in der Adresszeile eintippen. Ich habe jetzt einfach mal rein kopiert. Und nach kurzem Warten lädt ihr auch schon Weboberfläche. Übersetzen müssen wir das nicht. In dieser Weboberfläche gehen wir einmal links auf Konfiguration. Dort finden wir eine printer.config-Datei. Das ist die Datei, die den Wert, den wir suchen, enthält. Und hier suchen wir jetzt unter so einem Unterpunkt, einmal den Unterpunkt Extruder hier. Und der Wert, den wir suchen, ist hier die Rotation Distance, die wir uns jetzt auf Grundlage dieses Wertes und unserer Messungen neu berechnen werden. Zunächst berechnen wir die tatsächlich extrudierte Menge, indem wir unsere Messung von den markierten 70 mm abziehen. In meinem Fall sind das dann 46 mm. Das Ergebnis teilen wir dann durch die gewollten 50 mm und ich erhalte hier einen Wert von 0,92. Schlussendlich müssen wir diesen Wert mit der bisherigen Rotation Distance multiplizieren, um auf den berichtigten Wert zu kommen. Ich komme hier auf 28,9. Interessanterweise bin ich bei meinem Neptune 4 und meinem Neptune 4 Pro auf genau denselben Wert gekommen, was heißen könnte, dass es eventuell bei euch sehr ähnlich ausfällt und sich die Kalibrierung lohnen dürfte. Nachdem wir uns nun den Wert von 28,9 berechnet haben, können wir einmal die alte Rotation Distance hier auskommentieren, dass wir sie nicht verlieren, also dass wir quasi jederzeit nachschauen können und zurückwechseln können. Und den Wert einmal runterkopieren und hier schreiben wir uns die 28,9, die wir es eben berechnet haben, rein. Anschließend müssen wir das Ganze speichern und neu starten. Da gibt es einen Button oben dafür. Dann startet das ganze Hintergrundzeugs neu und wir können gleich am Drucker weitermachen. Wichtig ist, dass wir es dann auch gleich nochmal neu vorheizen müssen, weil durch den Neustart die Temperatur nicht weiter gehalten wird. Zuletzt können wir überprüfen, ob die Kalibrierung erfolgreich war. Hierzu führen wir die Messungen von vorher noch einmal durch. Wenn alles geklappt hat, dann sollten hier jetzt beim Messen des Abstands nach dem Extrudieren, wie bei mir, 20 mm rauskommen. Ist das nicht der Fall, so kann das Ganze noch einmal wiederholt werden. Schlussendlich kann gesagt werden, dass eine Kalibrierung der E-Steps auf jeden Fall Sinn macht, da man dadurch die Druckqualität erhöhen kann. In meinem Fall musste ich die E-Steps sowohl beim Neptune 4 als auch beim Neptune 4 Pro um 8% anpassen, was aussagt, dass die Kalibrierung definitiv einen Unterschied macht. Ansonsten hoffe ich, dass ich mit dem Video weiterhelfen konnte und würde mich über ein Abo freuen, damit ihr nichts mehr verpasst.